Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Minecraft. Wir hatten hier, da steht sie wieder mitten vom Gesicht und ich mache das absichtlich. Jedes Mal ein Mampf. Ich hatte jetzt Hunger. Entschuldigung. Jedes Mal. Pressen. Wir hatten das letzte Mal hier ein bisschen mit Erde aufgefüllt und da hinten zwei Schweine eingesperrt, weil wir einfach noch keine Karotten haben, um die geklaut, genau. Um die dahin zu bringen, wo sie dann in Sicherheit sind, angeblich. und ich habe hier bei mir ist alles voll mit lauter Zeug. Brauche ich eigentlich? Wie sieht meine Rüstung aus? Ui, der Helm ist fast im Eimer. Dann nehme ich die doch wieder raus und baue da mal in meiner Rüstung weiter. Und jetzt habe ich natürlich hier auch eine Werkbank. Wir müssen da drin irgendwo wieder eine Werkbank hinbauen. Nachdem wir da die Öfen umgesetzt haben und der Eingang sieht natürlich aus. Hast du die auch weggehauen? Das wusste ich ja gar nicht. Warte, ich baue die mal hier rein, die sieht eh schussig aus, das da. Kommt da die Werkbank kommt da ins Eck. Ach so, du wolltest ja. Moment, das muss ich schicken. Und ich weiß nicht, was unser Death Counter sagt, weil ich schon so ewig nicht mehr geguckt habe. Statistik, ob die noch stimmt. Kannst du das nächste Mal. Mach das nächste Mal, mein Kind. Ich finde es gar nicht mehr. Mobkills 100 steht hier. Wann haben wir 8 Stück geklaut oder platt gemacht? Kann das sein? Wie viel? 100. Ja. Bestimmt. Also mindestens. Oder mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was da unten stand. Stand da 100 Monsters oder was stand da? Also da stand 96 oder so. 93, aber Monster Death Counter 100 Monsters. Oder stand da 100 Tode? Was auch immer. 100 Kills. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Egal. Mach's nicht schon so lange nicht mehr. Und wieso ist hier offen? Warst du das gerade? Ach, war da eine Tür? Da müssen wir eine Tür noch hinbauen. Ach, dann kann man ja ganz leicht zu dir kommen und kann von beiden Seiten hier rein. Das ist eigentlich ganz schick, oder? Ist das doof? Ich hätte da schon gerne Türen gemacht. Wir können ja auch hier nur eine machen. Hier. Oder ist das doof, wenn wir von allen Seiten hier irgendwie reingehen können? Nee, ich finde das hier eigentlich ganz schick. Schick, ne? Dann haue ich das hier noch raus. Da muss da auch noch mal ein Block rein. Naja, ich weiß nicht. Und das da hier muss irgendwie anders gelöst werden. Oder soll das so... Obwohl, das sieht eigentlich ganz normal aus. Nur ob wir das hier alles in Holz lassen, das weiß ich noch nicht. Hier ist noch Erde, das gefällt mir nicht, da muss auch Holz hin. Ein bisschen schöner muss es aussehen. Holz und Sandstein, naja. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, wie das hier so aussieht. Schon ein hartes Los, ja. Ja, schon. Und auch dieses ganze Eckenzeugchen, das gefällt mir eigentlich nicht. Weiß nicht. Sollen wir hier vielleicht bis ganz runter, dass wir hier schon auf... Meinst du? Naja, dass wir hier schon auf Höhe Wasser sind. Ist vielleicht schöner, so ein bisschen Wasser. Meinen Sie? So vielleicht. Wasser hier und da weiß ich halt noch nicht so ganz, wie man das machen kann, dass das schön ist. Hier unten wäre es jetzt halt ein Kiesweg, aber und wir machen doch noch eine Stufe weiter runter und sind halt dann ganz unten. Haben wir noch so viel Sandstein? Nee. Doch. Ich glaube, wir haben noch 6 Stück. Reicht. Das ist ja ganz, da sind wir ja schon ganz unten. Achso. Ja, reicht. Klar. Wusstest du voll, ne? Ich hab's gesehen, mit eigenen Ohren. Ich hab's selbst gesehen, mit meinen eigenen Ohren. Los, Barbara, spuck's wieder aus. Also ich hab deine Wellnessliegen fertig. Ich will es wieder aussehen. Und es wird Nacht. Ups, ein Loch gebaut. Begeisterung. Und es wird Nacht, ich muss mich beeilen. Es wird Nacht, Senorita. Komm schnell, wir müssen ins Bett wandern.
Nicht, bevor du meine wunderschönen Liegen begutachtest. Oh. Was? Du musst Liegen begutachten? Ist mir gerade was ausgegangen? Nein, ist noch nicht fertig. Jetzt ist mir gerade die letzte Stufe ausgegangen. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Mona, aber es wird stockdunkel. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinlegen soll. Wo soll ich denn das wissen? Ach, auf diese Liege vielleicht. Ach, da bist du. Warum bist denn du draußen? Weil ich das jetzt fertig gebaut habe. Guck, jetzt kommt man hier unten auf den Schöner, schaut, ne? Genauso aus wie vorher. Nein, jetzt sind wir direkt unten. Check ich nicht. Vorher waren wir nicht direkt unten. Am Wasser. Ja. Boah, der Riesenfluss hier. Die Strömung reißt mich mit. Okay, wir gehen jetzt ins Bett. Ins Bett. Die Strömung reißt mich mit. Ciao. Wir müssen das noch ändern. Wir steigen die ganze Zeit auf die Kisten drauf. Das gefällt mir nicht. Gute Nacht. Irgendwie bin ich gerade geflogen. Ich war kurz an der Decke oder sowas. Das ist ja schön. Ja, das machen diese Mushrooms hier hinten. Die haben so diese Eigenschaft. Hey, da ist einer dazugekommen. Schau mal, der ist gewachsen. Warte, wo? Warum immer an meinem Bett? Der ist dazugekommen. Der ist neu, ne? Tatsache. Obwohl da eine Fackel ist. Also das ist ja ein harter Kerl. Ist ja von selber gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, hier war offen die ganze Nacht. Was Nö, ist hast du hinter dir nicht zugemacht, oder was? Hast du jetzt... Ich hab immer noch... Wo bist denn du jetzt hin? Ich dachte, du hast irgendwo gesagt, hier war offen. Ich weiß ja nicht, wo. Ja, auf der anderen Seite von den zwei Türen. War da, wo wir immer noch keine Tür hingebaut haben, ne? Genau, da war keine Tür da. Ja, genau. Wir könnten die zweite Kiste nach da oben bauen. Warte, ich mach das kurz. Auch wenn die jetzt dann voll im Eimer ist und alles rumliegt, aber... So, habe ich die Kisten? Also ich habe jetzt einfach mal... Kannst du mir mal beim Schleppen helfen? Ich suche die Kisten. Du suchst Kisten? Ich habe ja, es sind irgendwo zwei Kisten da drin. Hä? Was ist los? Ich bring gerade den Server zur Verzweiflung. Ich suche die Kisten. Wegen zwei Kisten? Ja, ich habe eine. Wunderbar, eine habe ich. Irgendwo ist die zweite. Da ist die zweite. So. Ach, ich darf zwei Kisten nicht nebeneinander setzen. Hatte ich vergessen. Also, doch. So, um eine große halt zu dann bekommen. Da oben von mir aus. Nee, ich darf zwei große Kisten nicht nebeneinander setzen. Das also, nee, das ist auch. Und dann kann man sich hier hinstellen. So. Und dann kann man die Sachen eigentlich direkt hineinhauen da oben. Weil sofort Sachen nachrutschen. Das ist super praktisch. Wo bist du? Hier, so füllt man Kisten wieder auf. Und dann muss man sich nur einen Schritt zur Seite stellen. Und das geht aber nur, wenn man den komplett voll hat und nur noch eine Kiste übrig ist. Und dann... Zock, zock, zock. Dann muss man... Was denn? Nein. Nichts. Ich meine, wenn nur noch ein Loch nicht dahin gedacht. Nein. So, jetzt schaut es immer noch so aus wie vorher. Ich mach jetzt nein, die andere Kiste stand da oben. Schau, da kommt keiner mehr rein. Was? Ach komm. Das war zu. Den da oben drüber, schau. Ach, lass den Mist. Vor allem, wenn du Stein verbaust, den müssen wir wieder einschmelzen. Backen. Genau, den müssen wir backen. Ich wollte hier irgendwo ist oben noch eine Stufe drin. Nee, die ach, du hast nicht. Jetzt praktisch in dein Inventar und machen wir nicht mehr Truhen einfach hier? Ich habe nämlich noch zwei. Ja, eigentlich gehören die Truhen überhaupt nicht hierhin. Ja, das bedeutet, du willst die Truhe wo? Die gehören eigentlich hier rein. Hier. Und da ist nix. Na nix. Hier, da können halt wieder zwei Truhen hin. Hier. Nix und nix. Da oben baut. Hier ist eigentlich die Blüm gezeigt, wie das geht. Achso, das sind so diese wertvollen, da kommt jetzt ein Feuerstein. Das ist auch wertvoll. Haben wir denn da noch Holz? Jetzt da oben drin, ja, hier. Es ist viel Holz. Wir müssen Holz holen. Ich glaube, wir müssen Holz holen. Hier so sag würde bloß, das du gehen. Willst die ganze Aufnahme Holz holen. Mach mich nee, wir schwach. Hatten irgendwas versprochen. Was wollten wir machen? Nee, so geht's nicht. Wollten wir die Höhle? Wir wollten das fertig bauen. Höhle, genau. Wir wollten... Wir haben... Kannst du mir mal erklären, wie wir das gemacht haben da drüben? Ach, da haben wir ein Loch reingemacht, so war das. Okay. Keine Ahnung. Warum soll ich dir was erklären? Weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert, weil ich doof bin. Ach so. Aber ich hatte das doch genau ausgemessen. Ach, du hast den Eingang größer gemacht, oder? Nee. Ich wieder. Jetzt bin ich wieder schuld. Eigentlich sollten hier genau zwei bist Kisten reinpassen und dann hier nochmal zwei Kisten reinpassen. Damit und nicht dann ich schuld hier nochmal. Guck, da stimmt was nicht.
Du hast schon. Das ist die. Ich hab's erkannt. Und dann, das verstehe ich nicht, wie war das denn mit dem Eingang? Hast du den Eingang versetzt? Kann das sein? Nee, gar nicht. Was machst du hier? Ja, aber eben den Eingang eng. Nein, aber doch. Weil eigentlich ist das nein, so, nein, aber doch, aber falsch. Schau her, das hier oben über dem Eingang, doch, über dem Eingang hängt da eine Kiste eigentlich. Da hängt nix. Doch. So. Ach, da ist ja Sand. Schau, ich hab Sand gefunden. Versteh es gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Wie hatte ich das nur gemacht? Wie war das wohl? Weil hier waren alles Kisten. Das dann hier werden dann alles Kisten. Ich würde ja auch hier so einen Eingang machen, dass man da rübergreifen kann. Hier, weißt du, hier. Ja, hau mich nicht. Was, wo rübergreifen? Können also ich meine, dass man von beiden Seiten, cool genau, aus. Dass man von beiden Seiten hier hinkommt. Also ich meine jetzt zum Beispiel hier eine Kiste, ja, und da oben reinhängen eine Kiste hier. Sollen wir hier vielleicht mit Slabs arbeiten, da oben? Ach so. Dann hängt das nicht auf. So tief runter, oder? Ja, ist klar, ne? Wir machen jetzt wieder eine Baufolge. Naja, dann tut sich halt was. Oh, ja. Tut sich ja sonst nichts. Warnung. Meine Damen und Herren. Die ganze Zeit, aber es tut sich doch sonst nichts. Warnung. Was muss ich da hinbauen? Dieses große Holz. Was ist denn das für eins, das da? Ich glaube, was ist denn das für eine Musik? Ist das Contrast? Ja, das ist Contrast. Ich mag die Contrast-Musik. So, das heißt, hier muss dann wieder so Holz rein. Lass mich mitsingen. Tralala. Kennst du die noch gar nicht? Eben. Ach ja. Warum darf ich die nicht auch mal hören? Wird das denn die äußerste Wand? Rennst mir vor meine Axt. Ich sammle das Holzzeug ein, da was da rumkommt. Aber hier würde ich es lassen, oder? Nein. Doch, weil das ist dann schon viel zu hoch hier. Ich würde es fast hier lassen. Oder? Ja, hier geht es ja die Treppen runter. Da darf es dann auch bleiben. Nee, dann lass es doch da, Moni. Nee, jetzt habe ich gerade den Drive. Ich muss da fertig werden. Ich will nämlich hier unten eine helle Decke haben. Schau, die ist viel schöner. Siehst du das? Aber die haben wir nur den Streifen da. Die ist ästhetisch schön. Das Dumme ist, die andere können wir nicht wegbauen, weil da ist Erde dahinter. Ist doch schön. Ist doch super. Also ich Nein, ich meine, den Streifen hier dürfen wir nicht wegbauen. Das meinte ich doch. Das dürfen wir nicht machen. Ich gehe nach oben und baue was drüber. Nein. Ich mache das Haus größer. Nein, das ist doch alles schon. Das ist schon die Dachterrasse hier. Und das ist die Begrenzung von dem. Ah, ja, dann habe ich. Weiß ich, was ich mache. Wenn das die Dachterrasse. Ja, genau. Warte. Bin gleich fertig. Ich will das Slabs hinhauen. Was wir, Muni, was wir machen können, ist, wir können die Decke hier natürlich mit. Hörst du mich? Nee, was ist? Wir können die ganze Decke natürlich mit Sandstein-Slabs machen. Das geht, wenn wir Slabs draufhauen hier an dem Bereich. Nicht oben was ändern. Ah, du bist auf der anderen Seite. Jetzt habe ich es verstanden. Genau, da wo halt hier dann diese Stein, die Holzterrasse ist. Du hast hier immer noch nicht die wunderschönen Liegestühle, nee, die identisch zu meinen sind. Mist. Die sind soweit identisch mit den echten, die auf meiner Terrasse stehen. Was ist denn das da hier? Da kriegt man ja Rückenprobleme. Das ist die Wellnessliege. Nein, die habe ich tatsächlich bei mir. Und das ist eine schöne Liege. Da kommt doch kein eine Schwein Eine schöne, hoch. Schöner Wohnen, wo die Schoschonen schön wohnen. Und dann, nein, und tatsächlich habe ich zwei davon. Und wieso ist die so hoch und warum haben wir die auf so einem komischen, das hier sieht aus wie so eine Wippe. Das ist Kannst du nicht auf der anderen Seite, pass auf, dann musst du auf der anderen Wellnessliege. Seite. Das ist so gemein. Okay, warte mal, eigentlich schaut die so aus. Was machst du? Hör auf. Was machst du? Kannst du das, den Slab hier wieder hinbauen? Hier unten hinlegen? Welchen unten denn? Bitte einen Slab hinlegen. Du hattest gerade einen Slab, irgendeinen. Vollkommen wurscht. Hauptsache Slab. Dankeschön. So. Guck, jetzt ist eine Wippe. Muss man hier unten rausmachen. Ach, alles klar. Ja, schon. Jetzt müssen wir nur. Warte mal schnell, hast du noch Zäune? Ich würde halt dann hier seitlich noch so eine Schaukel halt dran bauen. Ne? Nach oben und so ein Gerüst und dann ne, mit Seilen und so. Ja, verstehst du schon, ne? Wippe. Aber Seile ist kann klar. man nicht, ne?
Ja, kannst du dich erinnern, als wir diese Riesenwippe hatten, die eigentlich nur daraus bestanden hatte, dass der Papa so einen riesen langen Holzbalken hatte und dass dieser komische andere Holzbalken aus der Wand rausgeguckt hat? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Und wir haben den da drüber gelegt. Weißt du noch? Nein. Weißt du noch, beim letzten Mal, weißt du noch? Oh, sind wir da? Ach, da sind wir hier schon an der Wand. Okay. Immer an der Wand lang, aua. Das ist natürlich doof. Ich baue hier gerade lauter Mist, merke ich. Ja, mach zu, mach zu. Das sieht ja doof gemacht aus. Nee, ich finde das unten ganz hübsch. Oben, naja, aber... Du und deine Wippe. Das heißt, du hast da ein paar Blümchen abgerupft. Wo? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, was du wieder hast. Habe ich nicht gesehen. Wir wissen es. Sie brauchen es gar nicht erst zuzugeben. Nein, der ist echt der Typ. Bodyguard war das, ne? Ja, jetzt weiß es jeder. Jetzt muss sich auch jeder diesen Film nochmal anschauen. Genau, jeder muss ihn gesehen haben. Und findet die Stelle. Nein. Wir wissen es. Ach ja. Das war brauchen wir es gar nicht zuzugeben. Nein. Außen jetzt schon wieder. Das ist die Aufhängung der Wippe. Scheiße. Schön. Der Wippe? Wieso denn der Wippe? Der Schaukel oder was? Ach so, oder Schaukel. Ja, sag mal dann ja, aber du kannst doch hier gar nicht schaukeln, oder? Ich verstehe es nicht. Ich mach dann da oben so, keine Ahnung. Komm, wir müssen schlafen gehen, es wird dunkel. Ich dachte, die Nachbarn sagen jetzt gleich Hallo. Ups, kommst du mit? Ich stehe, glaube ich, gerade irgendwo drin. Es ist eine kleine Wippe. Oh, ist das süß! Das wird jetzt so... Das bleibt. Ich gehe schlafen. Du hast es gar nicht gesehen. Nein. Du kannst gar nicht mitreden. Kann ich nicht. Ach, boah, da das sind voll sie. Schön hier, guck mal. Boah, schau, neben mir, Pilz. Ich hab gesehen, ne? Wir haben hier eine Pilzfarm gebaut. Ist ja schräg. Und ist das wegen den drin. Ist das wegen den... Oh, mein Bett kommt woanders hin. Nein, mein Bett! Entschuldigung. Ist das, weil die Pilze irgendwie da wachsen, wo schon andere Pilze sind? Oder liegt das ja hier an der Helligkeit? Oder liegt das Nein. hier an den... An den Bäumchen und an... Was ist denn das oben? Echt an den Bäumchen? Das ist ja... Dings... Nee, also auf den Bäumen oder in der Nähe der Bäumen wachsen die ja, ne? Und an dunkleren Stellen auch. Untergrund am besten und so. Und ich weiß es nicht, mein Bett kommt jetzt bei den Öfen. Ich finde das voll cool hier, dass das so offen ist. So. Sollen wir hier noch ein bisschen was rausreißen? Machen wir hier ein Doppelbett an den Öfen. Können wir da oben ein paar Slabs hinbauen? Ich bin nicht zufrieden. Eigentlich sollten wir schlafen, oder? Wo willst du schlafen? Bei den... Naja, es gibt schönere Stellen zum Schlafen, oder? Können wir immer noch nicht schlafen? Du hast gerade gesagt, es wird dunkel. Draußen scheint die Sonne. Haben wir schon geschlafen? Ja, haben wir. Oh. Ach, guten Morgen. Ich bin doch so wach. Ich merke schon, dass du nicht wach bist. Mir gefällt das nicht, weil Spinnen können hier trotzdem rein, Mona. Oder? Ich nicht. Wach. Oder brauchen Spinnen zwei nebeneinander Platz? Was wollen wir jetzt da oben für Slabs hinbauen? Ich habe noch ein ganz wenig Sandstone. Da kriege ich aber nur 10 Slabs raus. Wir haben noch ein bisschen Sand, ne? Aber nicht mehr so viel. Hast du allen Sand mitgenommen? Ach so, ja, der ist hier. Ich wollte nämlich jetzt gerade aufräumen. Hier, schau, so, okay. In dieser Truhe, wo ich gerade reinschaue, da ist jetzt Sand. Und aus jetzt Sand ist er weg. Kann ich doch Sandstone machen, oder? Hast du ihn schon oder hast du ihn nicht? Ich habe ihn wieder weggetan. Was genommen? Ich habe keinen Platz. Achso. Achso, hier ist das Ding. Ja, da wo ich gerade reinschaue, ich habe es auch gesagt. Ich merke das schon. Sie hören mir nicht zu. Nee, ich höre nicht zu. Verstehst du da so dumm in der Gegend rum, echt? Ich baue Slabs. Da ist jetzt. Ich habe 60 Slabs. Ich habe 3. Nein, ich habe 6. Wie macht man das jetzt hier oben? Ich würde halt dann einfach... Ist da ein Loch? So machen. Ist da ein Loch? Dann machen wir doch so. Aber das sieht doch komisch aus. Nee, die da hier. Warum? Du wolltest eine helle Decke. Nee, ach so, du wolltest so. Nein, ich wollte hier den Rand und wie diesen Rand einfach Holz belassen und in der Mitte den Streifen. Das nee, reicht den Streifen doch, oder? Könnten wir doch so und so lassen. Das sieht schrecklich aus. Ja, sieht immer schrecklich aus. Das ist
Nee, das ist verbaut. Willst du jetzt diese ganze Wand? Nee, das machen wir nicht. Mami, machen wir nicht. Was denn? Doch. Nein, machen wir nicht. Doch. Nein, ich will eine helle Decke. Wie eng es ist, da stoße ich mir die Nase. Da, aua. Ich stoße dir gar nichts an. Schau, aua. Da war doch vorher sogar ein ganzer Block nach unten. Stell dich nicht so an. Gar nicht, da hinten nicht. Hier vorne ja. Hier, ja. Hör auf, die wieder hinzubauen. Ach, ich dachte, sie sind runtergefallen. Ich wollte es so wieder aufbauen. Nee, du bist eine Katastrophe, ich. Nein, das stimmt nicht. Schau. Kannst du das mal lassen? Ich hab nichts gemacht. Jetzt baue ich da die Decke oben mit ab, ey. So. Aber so lassen ich jetzt das nicht. Aber das sieht ganz jetzt gut so aus, oder? Wir lassen das. Was ist das da hier? Muss das weg? Nein, ist ich hab's extra hingebaut. Warum denn, Schatten? Weil ich da keine Erde haben will. Irgendwann muss da was anderes hin. Im Moment mache ich da halt oben so eine Bordüre. Aber dann machen wir halt auch hier die Erde weg, oder nicht? Und was willst du stattdessen? Ja, schönen Stein, den haben wir ja. Ja, dann machst du die oben auch raus. Ja, die habe ich schon umgesetzt. Die sind hier hinten. Dann musst du es aber überall hier machen. Ja, dann mach. Hopp, hopp. Meinst du, es wird jetzt zu hell, jetzt wo es offen ist? Dass hier noch mehr Pilze wachsen? Voll schlimm, echt. Achso, das. Es sei denn, die mögen einfach dieses Tannenholz. Die haben doch jetzt gerade schon hier den da hier gesprossen. Nee, ich meine, seitdem hier offen ist. Nee, passt schon. Nee, weil es hier unter ist, ist unterirdisch. Achso. Das passt für Pilze perfekt. Ja, dann. Ne? Wir brauchen Holz und Bäume. Sind wir wieder so arm? Ja. Okay. Kannst du mir hier noch einen Stein reinbauen, bitte? Nee, Holz ist doch da. Kannst du mir hier zwei Steine bitte ist reinbauen? Hier. Trotzdem. Ich habe nur drei. Das kann ja wohl nicht als zwei Stück bist du überhaupt. Bist du wo draußen? Nee, ich sehe dich nicht. Drinnen ist doch viel wichtiger. Ich sehe dich nicht. Bin jetzt und ich glaube, ich werde anfangen, hier abzuernten, weil irgendwie... Draußen kann ich da lassen. Irgendwelche Slabs und Stufen. Vielleicht hier draußen. Noch mehr Slabs. Du hast da zwei Löcher, siehst du's? Ich bin gerade auf deiner wunderschönen Treppe und auf deinen Terrassen. Nein, hier auf der anderen Seite. Oh, war komm ja hier hoch zu deinen. Was ist denn das jetzt für eine komische Wippe? Ich verstehe. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich finde die total süß und ich bin noch nicht fertig. Mit Überdachung oder was? Ich bin nicht fertig. Kennst du die auf dem Jahrmarkt, Kirmes? Wenn da die kleinen Schiffchen doch dann zum Wippen angeboten werden. Ach kennst so. Du die Schiffe? Hier, da unten, zwei Stück bitte. Die Schiffschaukel, jetzt zwei Löcher. Meine Güte, was machst du denn? Und ich gehe jetzt ernten. Schau dir das an. Sieht das nicht schön aus? Gehen Sie! Gehen Sie! Wir könnten noch mehr Schweine schubsen gehen. Ah, oh, nee, die armen Schweine. Das könnte eine Disziplin werden. Ich gehe Schweine schubsen. Ach, wenn ich jetzt hier weiter abbaue, dann gehen deine Schilder runter, dann mache ich das mal nicht. Du musst dir den Text merken. Text? Nee, das kann ich nicht. Von mir echt so. Zuckerrohr finde ich super zum Ernten. Oh, der ist am Baum festgewachsen. Wenn man den auf der richtigen Höhe erntet, dann da muss man ihn nicht neu anpflanzen. Ich finde das so praktisch. Aber die Kürbisse und so sind ja genauso. Kürbis heißt das. Kürbis. Kürbis, bitte. Mit was? Mit Äxten, oder? Ja, mit dem, was du mitnimmst. Das ich immer weiß gut. Nicht so ganz, mit was ich die am besten abdingsen kann. Ich zähle mal mit. 1, 2, 3, 4, 5. Es dauert immer 5.
Gibt's nichts, mit dem man Kürbisse schneller und Melonen? Nimm deinen Kopf, ich weiß es nicht. Fällt mir mit dem Schwert. Genau. Bisschen schneller. Wahrscheinlich brauche ich da eine Diamantspitzhacke oder irgendwas. Und die wachsen von selber wieder nach, ne? Ich muss die ja nicht neu anpflanzen. Wer? Die Kürbisse und Melonen, weil die diese Dinger bleiben ja stecken. Wieso? Was? Wieso? Wo? Wo? Das ist Werner, ne? Wo bist denn du? Was machst du? Na, ich ernte. So, warte. Der Schlüsselmann! Boah, das erste Ding ist schon wieder gewachsen. Ist ja krank. Ach so, du erntest ja. Ja, ja, klar, du musst Mucke machen. Die machen das von allein. Super, unser Feld ist super. Das ist schon komplett fertig wieder angepflanzt. Da muss man nichts machen bei dem. Ich weiß. Wieso ernähren wir uns noch von Brot? Kann dir das jemand erklären? Das ist meine. Der nächste ist schon wieder gekommen. Guck mal, da vorne ist die Kappe. Obwohl es natürlich super spaßig ist, hier das Zeug zu ernten. Du musst nur draufbleiben, Mona, mit der Mona. Nee, du musst mit der Mona. Ich klicke ja auch nicht. Achso. Das sieht nur so aus. Ich bin nur so langsam, mein Internet. Juhu. Jetzt oh, die wollen das unbedingt haben. Ja, ich gehe zu euch rüber. Soll die mal anpflanzen? Du kannst sie doch von hier, du kannst sie doch von da pflanzen. Nein, ich gehe da gerne in die Masse rein, in die Breite. Du willst doch nur ganz nah da sein, wenn die jetzt wieder hier Babys kriegen. Gibt's. Du könntest die mal nach Farbe sortieren, Mona. Hallo, sonst haben wir lauter graue Schafe. Nein, die sind so süß. Guck mal, ob du ein paar Schwarze züchten kannst und ein paar... Ja. Wir haben ja noch keine Schwarzen. Dunkelgrau ist doch schwarz, oder? Gibt's noch richtig schwarz? Nee, das ist dunkelgrau. Schwarz. Ach, es ist schwarz. Richtig schwarz. Es wird schon wieder auch dunkel. Schon? Oh, der Arme sitzt alleine. Nein, hat er nicht. Der muss nur ein bisschen warten, bis die anderen wieder alle groß sind. Nee, ich habe noch eine zweite gefunden. Ich bin sehr, sehr genau. Ja, ihr Süßen. Sollten ihr schlafen, ne? Kleine Feinstöffchen. Achso, ja. Also, was hältst du jetzt von deiner... Schon wieder 27 Minuten. Das gibt's überhaupt nicht. Nichts geschafft. Special. Der Schlüssel, Mann, der Schlüssel. Wo? Bei Brauchern. Wieso? Rohrbruch bei Brauchern. Genau. Der Schlüssel, Mann. So. Damit sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Die Russen kommen! Ja, die auch. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentieren, liken und mir ins Ohr schmatzen. Das ist immer wunderbar. Bis dahin. Tschüss.